mein absolutes Highlight ist so die erste, war die erste Inbetriebnahme, also wie der Roboter dann das erste Mal gefahren ist. Das war so das Highlight für mich bis jetzt. Was Felix aus der Stadt Salzburg hier cool findet, ist ein Teil des unternehmenseigenen Innovationsprogramms der Salzburg AG, bei der wir die digitale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern. Aus diesem Grund fanden im Sommer Robotercamps statt, bei denen man einen Roboter erforschen konnte, einen Disco-Roboter bauen und sogar eine humanoide Version erstellen konnte. Die Zukunft ist digital und die Technologie ist auch digitalisiert. Die Salzburg AG ist ein digitalisiertes Technologieunternehmen und für uns ist es ganz besonders wichtig, auch die jungen Leute zwischen 8 bis 15 einfach auch die Möglichkeit zu geben, Zukunft digital zu gestalten. Zum ersten Mal bieten wir in diesem Sommer ein Robocamp an, bei dem die jungen Kolleginnen und Kollegen schon die neue Welt gestalten, eigene Roboter gestalten, eigene Welten erschaffen und damit auch dazu beitragen, dass die Zukunft digital wird. Wir haben die Robo-Beginners besucht, wo 10 junge Teilnehmer in einer Woche gelernt haben, einen Disco-Roboter zu bauen und zu programmieren. Der Roboter kann in verschiedenen Farben blinken, fahren und eine Melodie spielen. Gesteuert wird er über eine eigene dafür programmierte App. Ich habe eigentlich sehr das Programmieren gelernt, weil ich habe mich eigentlich dafür interessiert, aber ich habe es eigentlich nie so richtig herausgefunden, wie es geht. Weil mit diesen ganzen Zahlen und Klammern, das ist schon ein bisschen verwirrend. Da braucht man schon einen, der das zeigt. Die Robocamps sind in 3 altersunterschiedlichen Gruppen aufgeteilt, eben Beginners, Rookie und Advanced. Die Camps dienen nicht nur als Ferienprogramm, sondern auch zur Schulentscheidung oder möglicherweise zur Berufswahl. Der massivste Vorteil ist für mich der, dass die Kinder in diesem Alter, 12, 13, 14, vor allem selbst entscheiden können, ist das was für mich? Weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn die nach einer Woche draufkommen, das war zwar lustig und interessant, das ist aber nicht das, wo ich mein ganzes Herzblut reinstecken will, dann ist das eine riesen Errungenschaft, was da gewonnen haben. Ob die gebauten Roboter auch mit Luke Skywalker abheben können, sei dahingestellt. Eines steht fest, alle wollen im nächsten Jahr wiederkommen.